Hey ho! Dovkind! Ah! Oh. Immer diese Hotkeys. Hi! Ein bisschen Verzögerung. Oh, 10 Minuten. Weil die gute Feuerglatze wollte noch einen Kaffee haben. Habe ich mir jetzt einfach mal Kaffee gemacht. Ja, und übrigens geht auch nicht so schnell bei uns im Hause Glatze. Und der Sitz muss auch noch eben richtig. So, geht doch nicht so schnell bei uns im Hause Glatze, denn Cutie Cat arbeitet ja in einem Café. Und deswegen gibt es bei uns immer nur, weil sie da gelernt hat, wie das geht und weil es richtig gut schmeckt, Pour-Over-Coffee. Und da muss man immer 20 Gramm Kaffee in so einen Filter machen, so einen runden. Okay, alle Filter sind rund. Aber unten der Boden ist eben auch rund und geht nicht so spitz zusammen. Und dann kommt das auf so eine Karaffe und das dann in einen Sieb. Ja, Sieb ist, glaube ich, richtig. Und dann heißes Wasser, aber nicht kochend. Es soll nicht kochen, das Wasser. 97 Grad. Und dann langsam so rum. Insgesamt 300 Milliliter in 60 Milliliter Abständen. Ungefähr mit 30 bis 45 Sekunden zwischen den einzelnen Pour-Overs. Und dann hat man das hier. Ah, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich habe noch nie so herzhaft Kaffee getrunken beim Stream. Ne, ich bin einer, ich nuckel dann auch noch eben kurz das Glas hier ab. Ich weiß nicht, wo ist es denn gut, das hinzustellen, oder dass alles kaputt geht. Komm, hier, da geht das schon. Na, ich mach da. Weit weg, aber auch nicht zu weit, damit ich es nicht vergesse und nicht aus dem Blick habe. Ist schon gut. Noch etwas zu heiß. Okay. Das steht. Das macht doch lieber ein bisschen näher ran. Aber ich habe hier. Braucht jemand einen Xbox Ultimate Game Pass? Für kostenlos 14 Tage, glaube ich, sind das. Ich habe da zwei Keys für die zwei Controller, die ich gekauft habe. Brauche ich persönlich halt nicht. So. Aber auch nicht zu nah. Also ich glaube, da steht der Kaffee jetzt ganz gut. So, schön. Wie sieht der Junge aus? Sexy Boy. Jetzt hier auch noch der Ton. Ist auch gut. Ich mache nochmal einen zwischendurch Mic-Check. Sexy Boy. Jetzt hier auch noch der Ton. Ist auch gut. Ja, Sexy Boy hat mir gereicht. Sexy Boy macht sich jetzt als kleinen Boy. Okay, und jetzt habe ich einfach auf. So geht das nicht. Ich habe einfach auf Continue gedrückt. Ich will aber das Save Game loaden. Das ist wahrscheinlich das hier. Wahrscheinlich richtig. Ah ja, ich war ja gerade bei Slackjaw. Ah, da steht der Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich den da stehen lassen soll. Aber jetzt steht er da. Prost! Auf Kaffee. Ah. Was ist eine Uhrzeit, ab der sagt ihr jetzt kein Kaffee mehr? Weil 17.13 Uhr ist, glaube ich, für manche Leute, die würden schon sagen, ab jetzt kein Kaffee mehr. Ich sage, ab jetzt auf jeden Fall noch Kaffee. Wieso bin ich hier gewesen? Ja, wegen Slackjaw, ne? Ich guck mal eben, was hier los ist mit denen. Ach, ja. Ich kann jetzt. Die auch non-lethal killen. Und das non-lethal killen, das geht ja gar nicht. Ne, also auch töten, ohne sie zu töten. Ausschalten. Eliminieren. Und dafür muss ich zum Art Dealer in der Golden Cat. Dann mache ich das. Golden Cat ist 80 Meter da lang, wahrscheinlich beim Holger Square. Machen wir also mal aus, das Ding, weil ich spiele gerne ohne dauernde Questpfeile. Ich finde das ein bisschen doof, dass man das irgendwann gemacht hat. Aber noch döver ist es, sie auszuschalten und dann hat das Spiel gar keinen Hinweis mehr drauf, wo die Golden Cat ist. Bei Dishonored ist es nicht so schlimm. Aber ich mag einfach die gute alte NPC erklärt mir wo lang Sache. Und dann steht es im Journal oder so. Ja. Ah, lecker Kaffee. So. Da war.
War ich schon mal, ja. Das haben wir auch geschafft. Wir kriegen sie den Code nicht. Wahrscheinlich kriegen wir den ja jetzt dann vom Mr. Persönlich, vom Art Dealer. Guck, wie viele Coins ich habe, die ich nie ausgeben werde. Okay. So, Kaffee, bitte nicht umfallen. Ey, apropos, kannst du mir. Shop. Yeah. Let me see what you scavenged, man. Achso, ja. Okay. Sleep Darts. Ach, ich brauch echt egal. Junge, schön, dass du alles gefunden hast, aber ich brauch's nicht. Hier ging's rein zum Art Dealer, ne? Ja, aber da waren wir schon drin. Eine Map wäre gar nicht schlecht. Gibt's aber nicht im Spiel. Also doch schon, aber das sind dann Street Maps, die man sich so direkt angucken muss. Ah ja, den habe ich auch schon ausgeschaltet. Und ich weiß nicht, woher die auf einmal kommen. Das waren so richtige Assassins wie ich. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. His entire family was taken by the plague. It's just here now. Also, du kannst natürlich. Oh. Ah, der ist weit weg. Auch einfacher machen, indem ich jetzt die auch nochmal eben alle ausschalte. Und schaue, was ich stattdessen auch für. Was ich da unten noch alles finde. Ah, das ist ja. Oh, den habe ich ganz übersehen. Vier Leute hier, ne? Vier Leute. Die sind immer zu zweit. Aber, weißt du was? Moment. Quick gesaved. Attention, Dunwall Citizen. Ich glaube, der stand da so ganz allein, nämlich gerade. Compliance will be strictly enforced. Und er kommt dann hier rein, wo. Du bist auf jeden Fall nicht der Erste, den ich hier in meinen guten alten Tunnel reinlege. Hey, einer weniger. Sehr gut. Ich auch eben kurz in die Statistics gucken. Nicht, dass ich irgendwas komplett kacke gemacht habe. Aber didn't kill anyone. Das ist ja das, was ich will. So einige Runes und Charms und auch ein Painting. Ah, kommen wir noch hin, kommen wir noch hin. Schauen wir noch. Keine Probleme für unser Einer. Oh. Und. Ja, ich wollte den anlocken. Habe ich auch geschafft. Ups. Junge, nicht so hastig. Der kam gar nicht näher, okay. Den jetzt aufgemacht habe, aber ich fand's witzig. Da sind die zwei. Da ist der eine. Die zwei würden wahrscheinlich ja gleich den einen. Keep. Get behind you. There you are. Funktioniert nie. Hey! Was soll denn das? Töten sie mich auf einmal alle. Genau die Position sein, wo man mich nicht sieht. Also die anderen beiden nicht. Da sind sie nämlich. Da sehen sie mich nicht. So, und wir haben ja schon immer Mülltrennung. Nehmen wir ernst. Trash kommt in den Trash. Also weg mit dir. Attention, citizens of Dunwall. Wie schaffe ich das? Schaffe ich das? Oil rationing in this area. Failure to comply will result in immediate arrest. Wundert er sich überhaupt nicht, dass sein Kollege nicht mehr hinter ihm ist? Das, also ich frage mich, was das für. Was ist das für ein Zong gerade? Was das für eine Kollegschaft ist? Kollegschaft?
ein Kollegarium, weil ihr wisst schon, was ich meine, die sich so egal ist in diesem Job, dass der nicht gemerkt hat, dass sein Buddy hinter ihm verschwunden ist. Naja. Hier könnt ihr mal an eurem Teambuilding arbeiten und ich hoffe, enttäuscht mich nicht, sonst komme ich wieder. Hatta, hatta. Und dich, ey, wenn schon, denn schon. Dann kommen auch alle zusammen. Ich will ja nicht, dass sich der Kleine hier, den ich noch auf der Schulter habe, ausgeschlossen fühlt. Da sind ja auch noch welche. So, gute Nacht. So, ist hier eigentlich was dran? Ah, dann lassen wir es auf, dann werde ich nicht, komme ich nicht durcheinander. Ist hier was dran? Nein. Wofür auf jeden Fall immer Zeit ist, ein Schluck Kaffee. Jetzt bestellen. Bei, wo er halt Kaffee bestellt. The overseers have initiated the feast of painted kettles until a new high overseer is chosen. Ah. Mir fällt gerade so ein, ich glaube, hier gibt es eigentlich gar nichts mehr, was ich einsammeln kann. Also ich habe die eigentlich mehr oder weniger nur aus Jux und Sollerei gerade ohnmächtig gechoked. Aber hey, dafür ist das Spiel da. Choke Simulator. Simulator. Choke Simulator 2014? Von wann ist das Spiel? Etwa, würde ich sagen. Ah, und hier die Reapers. Die gehen aber auch im Arsch. Komm, die reden bestimmt gleich. Ist immer witzig, ihn zu hören. Redet schon! Ja. Wall of light. Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up. Sich einfach umgedreht. Doch nicht, wenn ich meinen Kaffee schlürfe. Mann, keine Ehre, die Leute hier. How does it work? What? The wall of light? Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering with it. Ja, schon, der geht ja jetzt durch. Krankheit des Geistes. Die denn gesehen haben? Das ist doch zu. Junge. Nicht komisch. Außerdem choke ich sie auch, weil da gibt es dann immer schön Money. Die Leute haben Money an der Pocket. Und hier, Polly Pocket kommt dann halt und nimmt sich die Money. Was soll der machen? Wollt er da durchgehen? Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Hä? Ich hätte gedacht, es würde explodieren. Ach, das brennt einfach. Okay, auch nicht schlecht. Und dann habe ich den Batterien einfach gerade mal richtig gut zerstört. Voll smart. Okay, ich könnte das rewiren. Ah, ich dachte eigentlich, könnte ich auch deren... da einfach rangehen. Ach so. Stimmt, mit dem... Ah, nee. Moment.
come out, and I'll go eat. Scheiße. Ich soll es einfach ganz anders hinwerfen. Hier ist irgendwie so ein Haar, was. It's one of Sokolov's latest. So, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich auch das Koffein-Intos. Yes. Yes, but do you know how it works? I really could. So. So, Leute. Alles. Jetzt geht's los. Choking! Oh. Wahrscheinlich hören die das Schnarchen? Deswegen kann er das sagen? Ich denke so, eigentlich. Did the city get any worse? Indeed, I believe so. Haha. 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 Schauen wir auf. Das nehmen wir da mal eben raus. What the what the? Whoever you are, I'll demonstrate your failure. Oh! Zum Glück bin ich super schnell. Super schnell und super sneaky. I know you're here somewhere, Scott. He's slippery. Check everywhere. Check under everything. Oh! Ah! Ja, drop him like it's hot! Ah! Autsch! Renn doch! Ah! Und Reapers auch noch! Autsch! Hackfish. Stand clear. Someone get over here. Take this. Where are you? Weiß ich nicht. Irgendwie war das gerade schockierend für mich. Ich meine, klar, die waren kranke Zombies, aber es waren halt immer noch kranke Menschen. Sind sie weg. You get off this time. But you don't. So, dann wollen wir uns erstmal umgucken. Haben die irgendwas? Die haben hier mal richtig aufgeräumt. Mandatory whale oil ration is now. Was sagt die Statistik? Geht das irgendwie auf meinen?
No, didn't kill anyone. Nur dafür, dazu geführt, dass sich alle töten. That's how an assassin works. Also, laut Videospiel. Fühlt sich gut an. Ach komm, ich kann die auch einfach nicht hier so liegen lassen. Du kommst eben auch nochmal hier in die Ecke. Irgendwie will ich ja, dass ihr euch alle mal zusammenrauft, ihr Lieben. So. Wie ist meine Lebensenergie? So lala. So lala. Dafür ist das jetzt auf. Sehr gut. Ah, falsche Taste. Was sagt noch? Ich mach mal kurz eben alles an. Golden Cat dahin. Captain's Chair Hotel dort. Was ist da in dem Hotel? Ah, das ist einfach so ein Eingang. Okay, dann speichere ich mal zwischen. Schenke mir neuen Kaffee ein. Huh. Ja, ich bin übrigens auch koffeinanfällig. Also ich merke das schon, wenn ich Kaffee trinke, wie sich mein Gemüt verändert. Mmh. Oh, lecker. Ah. Mmh. Okay. Think you're being quiet. Ach, hier sind immer noch welche. Ei. Ich dachte, ich hätte euch alle durch. He's slippery. Check everywhere. Eyes sharp. Call out to each other if you spot it. Let's find the little shit. Can't stay back. Got you now. Get around him. Flank him. Ah! Hat er denn noch was? Nein, auch nicht. Macht schon Spaß, immer vor den weg zu rennen. Wow! Welche? Was für eine Maschine ist denn das? Au! Der trifft mich ja! Immer dieses Sliden, ey. In der Theorie ganz witzig, aber in der Praxis einfach nur scheiße. Ah, keine Lust mehr? Hä? You better run! Ist halt viel zu lang, der Slide. Lass sie doch einfach mal jetzt choken. You know you want it. Kommt er? Okay. Er sieht mich einfach. I'll find you. Got you now. The worms! Ah! Au! Das war aber knapp. Ja, komm her! Oh, was war ich denn da so lahmarschig? I'll find you, you hagfish. Das macht
Okay, jetzt aber mal im Ernst. Im Ernst und im Gut. So, endlich seid ihr mal getrennt, Boys. That's the one. Nun, wo ist der andere? You won't stay hidden for long. Da. I'll flush you out. Dafür musst du mich erstmal finden. Ich bin immer so versteckt. Das ist das Ding, wenn man halt so eine Schirmmütze hat, ne? Ich kann kaum nach oben gucken. So, da oben noch ein Kaffee. Prostata. Auch keine Money. So, jetzt, was ist das Ding? Sehr gut, so ein Elixier. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich hab nämlich nur auf die Fresse bekommen. Immer aufs Fressbrett. Was hat mich da abgeschossen? Wow. Weg damit! Wieso sollte ich es rewiren? Ach, das schießt dann für mich die anderen ab. Auch wieder ein cooler Punkt. Würde bestimmt viel Spaß machen, aber das Spiel... Ich will ja niemanden töten. Oh. Deswegen gibt es ja auch die Choke Galore. Noch irgendwo irgendwas? Auch witzig, wie ich mittlerweile völlig aufgehört habe, damit irgendwie die einfach irgendwohin noch zu verstecken. Aber wobei, irgendwie so ein bisschen. Kann ja sein, dass dann nochmal jemand kommt und sich die anguckt und denkt, hey, guck mal, hier war doch bestimmt jemand. Ich guck mal kurz in die Stats. Didn't kill anyone. Okay. So. Das hier ist übrigens ganz gefährlich. Weg damit. Das genauso. Hat auch schon echt schon was von Half-Life 2. So ein bisschen Überwachungsstaat und Science Fiction mit ein bisschen anders. Oh ja. Was hier? To all watch officers! Beware that Clavering Boulevard, leading to Holger Square, has been sealed until further notice. The office of the High Overseer has entered a state of crisis, and all interactions with the Overseers must be coordinated through me, whether previously authorized or not. Cheers. Former High Overseer Thaddeus Campbell has been branded a heretic, a historic religious event that the Overseers enforce without exception or mercy. Campbell has been stripped of all authority, and anyone offering him aid or shelter is subject to arrest. This includes members of the Watch. First, Captain Nathan Mortimer, Abbey Liaison. Woo! Weiter geht's. Lecker, lecker Kaffee. Ah! Wenn ich Kaffee trinke, werde ich drunk. Habe ich gerade das Gefühl. Dass es auch so auf andere Leute wirken könnte. Ja, ein Glossy Floor. Richtig gut geputzt. Ja, ja. Lecker Futter. Ich habe einmal mir gesagt, nie wieder mit Koffein-Stream, aber das war, als ich noch englische Texte vorgelesen habe, bei Torment. Jetzt geht das, kein Problem. Nee, das ist nichts. Auch nichts. Was sagt das Herz? Oh. Sagt nichts. Dann möchte ich mal eben kurz gucken. Captain's Chair Hotel. Wo war das? Hier, ne? Und
Okay. Attention, Dunwall citizens. Guck mal kurz. Ich werde mal gucken, was hier ist. Speichert, geöffnet und reingeschlichen. He now bears the Heretic's brand, and by one of the oldest traditions of the Abbey of the Everyman, it is now a minor. Das kann ich stehlen. Das sah so wertvoll aus. Dieser Kronleuchter. Kronleuchter? Kerzenleuchter? Kronleuchter hängt da oben, ne? Gut, dass wir hierhin waren. Bonescharm. Was denn für einer? Der war das nicht. Robust 2 vielleicht? Vielleicht habe ich ihn einfach geupgradet? Fühlt sich gerade so an. Was ich ganz... Eine Sache, ich meine, das Spiel ist ja nicht nur schlecht. Eine Sache, die ich ganz witzig finde, ist, dass... Oder cool finde, ist, dass es hier... keine Ladezeiten gibt, wenn man, also nicht, also recht wenige Ladezeiten, wenn man zwischen Gebäuden, also zwischen, von, in ein Gebäude geht, von draußen nach reinkommt. Okay, auch Golden Cat. Irgendwie in die Golden Cat muss ich ja sowieso. Dann machen wir das jetzt. Dann wird abgespeichert. Create is safe. Und dann trinke ich mal einen Schluck Wasser. Das ist, glaube ich, ich bin immer ein. Ich mag gerne mein. Zu meinem Kaffee mag ich Wasser. Der ist jetzt übrigens auch alle, der Kaffee. Prost. Nicht vergessen, Wasser ist Leben. Und dann wird gepinkelt. Bis gleich, Kenners. Weiter geht's. Mic check. Okay, rein in die goldene Katze. Ach so. Stimmt. Vergessen. Pendleton Brothers, genau. Von da komme ich, denke ich mal. Erst einmal natürlich angucken. Okay. Das ist aber tief. Oh. Drei, vier wichtige Sachen. Okay. They ship them in from farming villages. Bastard daughters. An extra mass that can't be fed. They thought they would be working in a factory. By the time they arrive, it's much too late. The plague swept through here. There are rooms they have yet to clean. Okay. Doch schlimmer als ich dachte, die Situation hier. The girls do not like this new madam. She is not kind. Not at all like the old one. The golden cat entertains important clients tonight. The madam is worried. She must not disappoint.
He eats rat to keep up his strength. I can feel a great age ending. They ship them in from farming villages, bastard daughters, and extra mouths that can't be fed. You want to play with me? You're the my regulars. Sorry, lady. I'm on duty. I'm on duty, too. Want me to show you? You want me to lose my job? Get lost! Excuse me. Just trying to make a living. I have to keep this position. He says to bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress, I undress. Ein anderer, aber noch mal wann anders gesagt. Ah! Falsche Taste. Kann auch mal passieren. I told her to keep the children inside. I told her. Wer hat mich denn gerade gesehen? Help! For the watch! It was nothing. An sich fand ich den Plan eigentlich gar nicht schlecht. Also hier sollte keiner hinkommen, denke ich mal. Also, bitteschön. Gute Nacht. Was anderes noch hier außer Hackfish? Ja. Aber ich kann ihn gar nicht leiden. Komischerweise kann ich unter Wasser nicht mit meinem Schwert angreifen. Tut mir wirklich leid. Wirklich. Du kannst ja nichts für, aber du sollst mir nicht verpetzen. Oh. Und dann hat sie auch noch Tränen in den Augen. Oh. Oder was war das? Oh. Tut mir leid. Sag bloß, ich kann Fisch besessen? Und dadurch? Nee, oder? Oh, yes.
guess I can. That's pretty cool. Ich will aber auf einen anderen Weg dahin, aber cool. Cool, dass das geht. Da sind doch so noch Geld, was da irgendwo rumliegt. Nö. Okay. Oh. Ist da auch noch? Wahrscheinlich eher nicht. Guck mal da. Ah, ja. Oh. Shit. Nicht so weit werfen, den Typen. Einfach da runter. Junge! Distillery District? Park Street oder? Ah ne, Clavering Boulevard, okay. Lass mich mal kurz gucken. Ich gehe immer gerne durch alle möglichen Türen. Verstehe. Da war ich schon. Gut. Und haben wir eigentlich irgendwas jetzt hier? Okay, the Art Dealer. Wo soll der denn eigentlich sein? Art Dealer 87 Meter this way. Okay. Ich höre das Schnarchen bis hierhin übrigens, ne? Leute. Also, da kann man auch in Therapie für gehen. Das kann man schaffen. Mit dem Schnarchen. Meinst du das? Habe ich schon jetzt alle emiliniert? Ja, schön Konserven essen eben. Lecker roh. Okay, immer noch besser als Gammelfisch. Okay. Bevor wir weiter zu Golden Cat gehen, gehen wir hier lang.
Yummy! Okay. Upsi. Schön mit Anlauf. Geht's ja auch rein. Habe ich den einen hier eigentlich schon? Oder war das in einem anderen Safe-Game? Nee. Den hab ich. Ah, nicht runterfallen. Guter Mann. Okay, dann gucken wir uns mal da eben um. Eine Rune ist hier. Oder auf jeden Fall irgendwas Mystisches. Hübschen. Sind das Food Not Bullets? Gutes Motto. Something to live by. Oh, ja, anyone pay for that? Frag mich nicht. And? Now Morgan's on the first floor. I need to get the men in position. The Ivy Room. All I can tell you is it's very heavily soundproof. I'll leave the rest to your imagination. Custis is easier to manage. Some nights he just waits in the smoking room upstairs and talks. It's funny what people will pay for. Let's hope er ist der Einzige. Hört sich gerade so an. And you, my friend. Bring ich nach hier oben. Na komm, hier hin. Ah, wobei, nein, komm, dann eben auch da, wo ich deinen anderen Buddy gerade schon hingebracht habe. Oh! Okay, ja, ich vergesse immer, dass ich bei dem oberen Teil von meinem blauen Streifen lande. Ist hier was drin? Nö. Ist hier was drin? Auch nicht. Einfach durch die Front Door, aber hat irgendwie auch keinen Stil, finde ich. Eigentlich für Mr. Assassin. Sneaky Corvo und so. Wo haben wir denn noch? Ohne da und die Sachen da. Okay. Thank you.
langen Beine nehmen wir auch mal eben so hin. Auch direkt vom... egal. So. Muss rein. Oh, ich habe schon volle Energie. Okay. Volle Energie. Weiter. Talk to that nice girl again. The one I told you about. You realize you're at the Golden Cat, right? Yeah, but she's different. She really likes me. Ach, cutie. Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. Huh? Swords! You gotta flee! Someone help! You know you're here. Check under everything. Nee, ich will das ein bisschen sneakier machen. Da war ich jetzt mit meiner Leistung nicht zufrieden. Talk to that nice girl again. The one I told you. You realize you're at the Golden Cat, right? Yeah, but she's different. She really likes me. Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. Nicht so weit schmeißen, Kenners. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Oder die eigentlich. Ich spiele nur ein. Was steht hier in dem Buch? Excerpt from a theater play. Daughter of Tivia. Young Lady Amelia in the back garden. Duchess! I do not know of the world beyond these garden walls, but do not mistake my lack of experience for fear, or for an absence of desire. If I've avoided you, it is because of the warning your name carries. Duchess Cully, bending a rose into her face, inhaling the scent. And what warning is that, my dear Amelia? Young Lady Amelia, turning her back on the Duchess. I believe you know my meaning. Your father's tales are still the subject of parlor gossip. Duchess Cully, stepping up close. And do those stories excite you? Tell me, girl. I am a friend. Young Lady Amelia, hesitating. Duchess Cully, I... Yes, I confess they do. In my youth, I hid a copy of the tales of Prince Kalisar. I read them late into the night. Duchess Cully, speaking into her ear. As did I. Young Lady Amelia, leaning back into her embrace. But he was your father. Duchess Cully, stroking her neck. They are just stories, Amelia. Fire. For the imagination. Young Lady Amelia, breathing deeply. Duchess, will you teach me to kiss? Duchess Cully, cooing softly. I will, but have you never kissed another? Abiri, a rose gardener, emerging from the hedges, stammering. My ladies, I swear to you, I did not intend to spy. Forgive me, but I was pruning the hedge and could not find the way to interrupt. Duchess Cully, extending her hand. Wer war denn jetzt wer noch? We forgive you, but as punishment, I command you to stay and to come closer. Young Lady Amelia, shocked, brows furrowed in irritation. But he is a servant, Duchess. Duchess Cully, pulling at each of them, drawing them close to her. And serve us he will, young Amelia. Okay. Spaß dabei. Smoking room. Blech. Oops. Didn't mean to disturb. Sorry. Please do not ask for credit. Oh! Tarnbonescham.
Ah, ist doch das, wo ich gerade noch dachte, als Fisch hier reinzukommen, oder? Würde ich sagen, etwa die Nähe? Dankeschön. Aha. Habt ihr noch was? Nee, okay. Einmal kurz gucken, was es hier oben gibt. Große Map, große Map. Upsi! Meter unter mir. Verdammt. Okay, okay, okay. Ja, jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass da eine unsichtbare Wand ist. Genauso wie da, okay. Ah, okay, das ist diese Stelle. Der Eingang, sozusagen. Mich juckt's am Bein, da kratze ich doch gleich mal. Gut. Weiter geht's. Was ist da eigentlich für eine Möglichkeit? Kack, ne? Da komme ich gar nicht weiter. Ah, wobei. Oh, someone there. Mal versuchen. Das hat sich gerade irgendwie buggy angefühlt, aber gut. Ah, ich will das schaffen. Ich würde das gern schaffen. So schafft man das nicht. Ist das zu schaffen? Dann schaffe ich das einfach noch nicht. Nein. So. Ja, ich könnte natürlich auch theoretisch das machen. Das machen. Oh, dann nicht. So. Okay, fuck doch drauf. Ich komme noch irgendwie anders da rein. Ich war ja schließlich schon drin. Das ist ja jetzt auch nur Spaß gewesen. Gespeichert. Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on. You're supposed to be on guard. You'll get dismissed for sure. I can't believe this. You said you weren't even drunk. Wake up! Funktioniert halt nicht immer mit dem Choken. Und wie gesagt, es macht mir keinen Spaß, das zu tun, aber ich halte es irgendwie für notwendig.
mich ja frei umgucken. Und es ist ja auch nur ein Spiel. Im wahren Leben wäre ich zum erstens niemals hier drin und zweitens würde ich niemanden choken. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Ichi. Aber so an sich als Level auch schon irgendwie interessant mit den ganzen diskreten Ecken und so. Macht schon irgendwie Sinn, daraus ein Stealth, sowas in ein Stealth-Spiel zu bringen. Oh, was haben wir denn der? Die haben sich halt zu zweit vergnügt. Ich will den eliminaten. Das will ich. Und Art Dealer. Oh! Im Silver Room. Gut. Dann gucken wir mal. Finally. I've been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, honey? Now, just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that, you stop. One shock out of line, and you are out of a job. They ship them in from farming villages, bastard daughters, and extra mouths that can't be fed. He wants to take all inheritance for himself. He's wealthy and wears fine clothing, but underneath, all men look the same. Nicht alle, aber sehr viele. He is lowborn. He has killed more than once to keep a secret. He is very rich and powerful. Soon the money will run out, and when it does, things won't go well for him. The job of an aristocrat is to stay an aristocrat. The aristocrats. He enjoys tormenting the help. His family controls a large estate with many servants. He might wear the blue jacket tomorrow. The gray doesn't bring out his eyes. Is this gray for dich? He's wealthy and wears fine clothing. But underneath, all men look the same. Stay focused, please. I can tell you love your work. Careful, I have a condition. I deserve it. Stick to the script, please. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I cheated them, robbed them of thousands. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Oh, retribution! Retribution! Oh, that was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. I said retribution! Now let me out! I'll have you whipped, you bitch!
Stop! You'll kill me! Guards! Can anyone hear me? Wie kriege ich denn jetzt eine... I'm begging you, please, don't do this! Okay, persuade him. Oh, hab genug Runes für Health. Dann nehme ich das. Jetzt. Super, ja, mehr Runen brauche ich eigentlich niemals, aber hey, schön, dass man sie findet. Please, I'll give you anything. Was denn? What the? Who is this? What do you want? The safe. Yes, of course. The combination is 879. Take anything you find. I think I felt my heart skip. Okay. Thank you. Bye-bye. Da gibt es sogar einen harten Save. Weil es ja immer sein kann, dass ich zwischendurch einfach verkacke. VIP-Exit? Nee. Und auf jeden Fall noch ins Office. Und einmal kurz gucken. Okay, weiter weg. Gut. Guck mal, wer da ist. Wer hat gepfiffen? Was ist mit hier oben? I don't know. Some kind of mask, he said. He didn't get a good look. Did he say what he wanted? I hear he didn't say a word. But he went through the place like the outsider himself. Maybe the plague's driven him crazy. He didn't fight plague mad. He had discipline. Mark me. You get that mask off, and you'll see a weeper. Know what I think? He's one of Dowd's. That's how he fought. Like a shadow. You've been reading too many scary novels. You think I'm scared? You're shaking like a little girl. Go jump off Caldwin's bridge. Get to the bottom of this. Now. Got you now. Help! I will find you. Ha! Damn! Mist. Gar nicht so einfach. Jedenfalls nicht, ohne Leute zu killen.
überhaupt noch? Nee, okay. Who else? Nicht. Oh no! What was that? Oh please! No! 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 Help me! Jetzt machen wir jetzt mal ein bisschen sneakier. Das ist ein großes Gebäude. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gehen wir noch erstmal hier hin. Hier hat es ja auch angefangen. Oder habe ich jedenfalls angefangen, damit hier reinzugehen. Genau, und sind da lang, genau, okay. Da waren wir aber noch nie. Unten genauso wenig. Bleiben wir erstmal oben. Bleiben wir erstmal oben. Du bist nicht so lieb, aber ich töte niemanden. Golden Cat Master Key. I know we're running low on beds, but I must have a room for the child. Child? Oh yeah, yeah, she's more important than you can guess. And recently she almost got away using the VIP entrance. That's why I decided to keep the Master Key in my possession. This girl must be cared for, even if she's a brat, and I want her kept in a room to herself. Aha. Oh, lass doch erstmal zu. Geht man die? Sind das ja auch die gleichen Bilder manchmal? Drei Stockwerke. You are here. Mhm. Okay. Question. Lord Morgan Pendleton with Lowlia in the ivory room. Okay, Mr. Pendleton. Dann fangen wir doch jetzt. Machen wir erstmal unten weiter. Man arbeitet sich ja hoch. Würde ich sagen. Did you hear what that little girl did? No. She's cute. Amy or Emily or something. She tried to escape. Somehow she found the VIP exit. Really? Yes, Prudence keeps it locked now and she carries the only key. Why is she here anyway? Is she some niece of the Pendletons? No idea. They keep her hidden away. Direkt zwischen denen befinden sich sehr viel Moneys. Deswegen gehen wir jetzt eben rein. Versuch sie mal nicht zu choken und hoffe einfach, dass das funktioniert. Habt ihr noch Geld? Nee. Vielleicht wäre ich hier als Fisch rausgekommen. Kann ich mir vorstellen.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gut, weitermachen. Tschüss. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Ah, das ist der ganz normale Eingang, richtig? Ja. Das kennen wir schon. Weeper Identification and Handling. Excerpt from notes by Dr. Galvani on proper procedure for handling those infected with plague. Once a victim bleeds from the eyes, you cannot help them. Death is inevitable, given our current understanding of the plague. However, by following protocol, we can limit its spread. All personnel handling weepers, or those in the final stages, must consume liberal amounts of one of the available protective potions. Any of the variants will serve this purpose. Sokolov's Elixir or Pierrot's Remedy, for instance. A dose per day for the enlisted men, a dose twice daily for officers. Distance must be maintained, either through the use of pole arms or incendiary ranged weapons, in order to avoid the parasitic stinging insects that colonize an infected host. Oh, either or, schon gelesen, okay. After use, strict washing procedures must be followed with regard to washing the metal kennels, transport paddocks, and the carriages used to transport the infected to one of the deportation zones. Zones, such as the flooded. Ja, sag ich ja, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht mehr vorlesen. Too much energy zum Vorlesen. Too much energy. Ja. Hier geht's nach oben. Was an den Bildern? Was ist ein Sokolov Painting? Wohl nicht. Und hier war ich ja auch schon. Okay. Und hier war... Genau. Okay. Dann gehen wir jetzt ein Stockwerk tiefer noch, wo wir noch nicht waren. Kann man das eigentlich aufmachen? Nö, kann man nicht. This is the week's supply of elixir. Tell your ladies to drink up, but the boss says we got to have coin in payment. No more trades, Craxton. Pfeift doch was aus dem letzten Loch. Aber mal kurz gucken. Ah, bei ihr sind wir jetzt. Don't you give me any trouble. Granny Rags can't see, but she's got the sight. Understand? Yeah. Nothing's ever easy with you, is it? What a state you're in. Now I'll have to set the dog. Blah, 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 blah. Finish the job. Wer da gepfiffen hat, weiß ich aber trotzdem noch nicht. Hey, yep. Nee, das will ich nicht stören. The boys are back and they're looking for trouble. Hallo, Lil Flaske. Hallo, Lil Flaske. Und so weiter. Wir sind gerade im Bordell zur goldenen Katze. Oder auch Golden Cat Bathhouse genannt. Sind schon recht weit. Aber ich will natürlich noch alles entdecken. Was zu entdecken ist. Was ist denn da oben? Achso, ja.
Und deswegen turne ich hier gerade noch ein bisschen rum. Obwohl, theoretisch, die Mission habe ich, glaube ich, eigentlich schon accomplished. Hier ist noch niemand. Sehr gut. Wenn ich übrigens heute extrem komisch bin, oder komischer als du sonst gewohnt bist, ich hatte Kaffee. Ich hatte während des Streams Kaffee getrunken und ich bin immer sehr koffeinanfällig. Man merkt, wenn ich Kaffee trinke. Ja. Macht ihr also bereit für crazy Feuerglatze? Okay, so schlimm bin ich jetzt aber auch nicht. Tuff, 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 wir fahren. Sind schon da. Sind schon da, wir müssen nicht mehr fahren. Ah, danke, danke für die Mitfahrgelegenheit. Ja, ich glaube, eigentlich habe ich mittlerweile fast alles durch. Mir fehlt aber noch ein paar Sachen. Einmal ein Portrait. Und dann auch noch... Oh, diese Rune dort. Und Geld fehlt einem natürlich immer, aber das muss ich jetzt auch nicht immer alles finden. Die Coins. Ich weiß sowieso schon nicht, was ich damit machen soll. Wenn sie sich nicht umdreht, dann muss ich sie auch nicht... Wobei, das sind auch Bücher bei ihr. Es tut mir leid, 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 es tut mir leid. Auch sie hat Tränen. Geld? Nein. Crime Story. Revolving around the golden cat. Kaffee hat ja leider bei mir... Echt? Nie? Brauchst du ein... Aber was hast du zu Energy Drink oder... Energy Drink oder Cola? Bist du so ein Monster Kipper? Ich zum Beispiel trinke überhaupt keine Energy Drinks. Weil ich es nicht mag. Und Cola auch nicht so gern. Mr. Arrowhoff. I assure you, my family has the means to pay you and your associates, should you locate my sister. You've got a name and description and everything else we know about her initial weeks in Dunwall before Patrice stopped writing to me. However, there's one other detail so hard to believe that I was reluctant to mention it. There is an establishment within Dunwall called the Golden Cat. A bathhouse, I believe, though some say it's a brothel. I find it implausible that Patrice would ever be connected with such a place, but I would be remiss if I did not pass along the information. Just before her letter stopped coming, the cousin of an old friend said he saw Patrice performing there, singing and playing the harp. It could be nothing, but please investigate. Lastly, if your search of the city has not borne fruit by the month of wind, I will be making the trip for Morley myself in order to retain another agent. Sincerely, Mason Cainbright. Keine Energies und Kaffee selten. Und Cola? Und mehr, ich wüsste nicht, was sonst noch Koffein hat, deswegen frage ich die Trifecta des Koff... Upsi. Die Koffein-Trifecta. Kann man das aufmachen? Guck an! Cool. Aber kein neuer... Nichts Neues weiter hier. Okay. Emily! Warum trägst du diese Maske? Corvo? It's me! Corvo, it's you! Right? You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They told me you were head chopped off in the prison, dead, like mother. Uh-uh. That seems like a long time ago. Uh-huh. But you're not... Uh-uh. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go, for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Emily! Oh, jetzt nicht. Schon süß. Kinder wissen vielleicht noch nicht genau, was hier passiert. Hässlich ist der Raum nicht.
See. Kurz was trinken. Gut. Cola ist auch nichts für dich. Okay. Okay, dann Kauwach. Dieser Kakao mit Koffein drin. Ah, ich merke schon. Ich glaube, Koffein ist einfach nicht dein Ding. Was, magst du Tee? Was ist mit Tee? Ich zum Beispiel bin nicht so der Tee-Fan. Ich mag nur Tee, der so richtig, richtig herzhaft schmeckt. Nicht bitteren Ostfriesentee, finde ich. Uch. Den kann man halt nur mit Zucker trinken. Und ich mag gerne Tee ohne Zucker. Zum Beispiel Ingwertee. Finde ich sehr schön, weil der immer schön stark ist. So viel dazu. Ja, Emily, renn einfach mal voraus. Wo bist denn du jetzt? Emily? Eminem? Emily? Da ist er schon. Sehr gut. Kurz zwischensaven. Ich mag Tee mit Honig, aber nur bestimmten, wie Früchte oder sowas gut schmecken. Ja, genau so bei mir auch. This place is on the river, so you must have come by boat. I'll wait for you near the boat. I remember the way. Don't worry about me. Yeah, Emily! Voll die Checkerin. Don't worry about me, I know the way. Respekt. Wie ihre Mama. Okay, so, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Und vor allem... Oh, haben wir jetzt alles gefunden hier? Looks almost like it. Nee, falsche Taste. Ja, nee, richtige Taste. Was sagen die Statistics? Ich brauche noch eine Rune und ein Painting. Oh, nur noch $1,000. Es gab doch, glaube ich, noch eine... Ah ja, richtig, da unten war ich noch nicht. Und da oben auch nicht. Aber jetzt gehen wir erstmal nach da unten. In den Steam Room. The boys are back and they're looking for trouble. Hast du die mal live gesehen? Meine Frau hat mir mal Tickets für die live gegeben und das war irgendwie lustig. Also ich stehe halt voll, ich mag Celtic Folk gerne. Und Dropkick Murphys, vor allem die Sachen, je mehr Dudel sagt, desto besser. Und es war einfach so, ich bin aber kein super, super Mega-Fan und kannte auch nicht alle Lieder. Aber es war irgendwie schön, einfach da zu sein und ein bisschen lalala, einfach ein lockeres Konzert, war witzig. Das war damals vor Corona, die Zeit vor Corona, man glaubt es kaum. Solange du antwortest, muss ich Pipi machen. Es tut mir leid. Ich habe einfach nicht die Blase für als Streamer. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss auch sagen, für mich war es kein so riesiger Unterschied. Ich glaube, das ist übrigens zu... Ja, ich werde das mal entroten. Mein Feuerglatze passt schon, aber komm, ein bisschen weniger rot wäre schön. Machen wir nochmal den. Nehmen wir jetzt selbst Hand an. Ja. Das ist doch eine normale Hautfarbe. Und hier ist das, ja. Und jetzt werden wir noch eben einen Filter härter machen. Zacka. Schön. Weiter geht's. Ja, für mich auch gar nicht so sehr. Aber Konzerte sind halt ausgefallen. Aber auch mal ins Café oder in die Kneipe. Oder Café traue ich mich wieder. Aber Kneipe zum Beispiel, weiß nicht, wenn so viel Alkohol im Spiel ist und da, ich glaube, ja, nee, nicht so gern. Würde ich gern mal wieder machen. Und nee, ich habe, meine Hauptfrage war aber auch, Flaske, so Konzerte. Magst du Konzerte? Gehst du mal gerne auf Konzerte? Warst du schon mal auf einem Konzert? Du und Konzerte. Ah. Enlighten me. The pressure valve has stopped working properly. This is the second time. You will not get a third chance, do you understand?
Repaired promptly or you're out, because I won't risk another accident. Our clients are among the most important men in the city. That's wonderful. How did you know how to do that? Most of the women here were farm girls whose parents sold them to the madam. I trained in the school at Samara, the finest in the world. I trained in a great many things. Morgan and Custis are going to take hours. They always do. Tell me then, how can I satisfy you? Could you... Well, there's a part of me that's never been the same since I was in the fighting pits. There was a hound, and... You're not the only one this happens to. Fast süß, weiß ich auch nicht. Was kann ich denn hier eigentlich jetzt machen? Okay. Konzerte sind nichts für dich. Ah, okay. Manchmal töte ich die da jetzt. What is that noise? Oh no. Nicht dran drehen. Gut. Schön, dass ich es repariert habe. Heieiei. So. Aber ich kann auch verstehen, wenn übrigens, wenn Konzerte, wenn man da nicht so drauf steht. Ich zum Beispiel finde auch Festivals nicht so super. Das ist mir... Also, vielleicht... Geht's dir ja auch so, wie mir. Eigentlich magst du ungern viele Leute um dich herum haben und... Also so Menschenmassen. Und Konzerte sind halt genau das. Aber Konzerte ist quasi... Das ist das Übel, was ich in Kauf nehme, um ein Konzert genießen zu können. Weil ich dann doch noch lieber dance. Ja, ein Dancer bin ich. Tony. Okay. Mhm. Oh, irgendwas hier drunter? Da sind Fische drin, Kinders. Der hat mich aber auch so... Was? Noch einer? Igitt! Ach, da wäre ich reingekommen. Ah. Ja, man konnte sich... Oder ich kann, ja, mich... Ich kann auch Tiere besessen. Besetzen. Und da hätte ich wohl reingeschwimmen können. Egal mit der Masse, aber ich mache mir einen schönen Tag zu Hause, anstatt zu stehen und irgendwie ganz laut Musik hören. Ja, basically... Das stimmt schon. Stehen und laut Musik hören. Letzte Konzert. Kurz gucken, ob ich die einschläfern will. Nur um zu schauen, ob da was drin ist. Ja. Für das Geld die Sleep Darts zu benutzen. Und den Key. Hatte ich auch schon. Lade ich mal neu. Was hörst du denn gern für Musik? Flaske. Dann gehe ich aber mit Herrmeister. Ach, ja, genau. Ach, ich war bei Werner Comic-Con. Ich dachte hier, Dankeschön. Und dir den Werner von Brösel. Wiener Comic-Con. Cool. War ich noch nie. Das hingegen zum Beispiel, ich war noch nie auf einer Convention. Ich war so auf beruflichen Messen mal. Aber
nie auf etwas, wofür ich mich wirklich interessiere. So. Ich glaube dann, das war das, ne? Ja. Ich meine, er sieht mich nicht. Aber dass die Tür aufgeht vielleicht schon? Ich weiß auch nicht. Gut, das war's hier unten. Jetzt gehen wir eben... Ich auch nicht. Ah, first time. Cool. Cool, cool, cool. Ah. Yum. An apple a day und so. I don't know. Some kind of mask, he said. He didn't get a good look. Did he say what he wanted? I hear he didn't say a word, but he went through the place like the outsider himself. Maybe the plague's driven him crazy. He didn't fight plague mad. He had discipline. Mark me. You get that mask off, and you'll see a weeper. Know what I think? He's one of Dowd's. That's how he fought. Like a shadow. You've been reading too many scary novels. You think I'm scared? You're shaking like a little girl. Go jump off Caldwin's bridge. Schnell. Und was interessiert dich so an Comic-Con am meisten? Die Comics? Oder was anderes? Weil bei Comic-Con, jedenfalls, soweit ich weiß, sind ja Comics bei weitem nicht das Einzige, was es da gibt. This is where I go on slow nights. It's beautiful, isn't it? Like a city in a fairy tale. It all looks the same as it used to. It's like the plague never came. Like when the Empress was still alive. You could almost forget the last year ever happened. I've seen a lot I can't forget. Honey, for enough coin, I could make you forget your own name. Geht da nicht drauf ein. Geht da einfach nicht drauf ein. Okay. Dann lasse ich euch da einfach mal die zwei Turteltäubchen rumstehen. Auch wenn es riskant ist. Aber hey, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Ah. Jemand aus dem letzten Loch. Lecker Kuchen, backe. Einfach nur Sachen anschauen, was es dazu gibt. Ja, okay. Würde ich wahrscheinlich auch erstmal machen. Cosplay. Machst du Cosplay? Was? Who do you want me to be tonight, Lord Pendleton? Anyone you want. The High Overseer, for all I care. I've never been this drunk. Some of my friends say I look like Lady Boyle. Waverly? That lucky trollop. If I'd found those crystal deposits on my estate, I'd be throwing parties too. I'd be buying the Lord Regent's favor too, instead of begging for money from my cousins. I didn't mean to upset you, my lord. Wait. On second thought, maybe you should dress up like her. Yes, I think I should like to teach her a lesson. I would be glad to, my lord. Would you like me in white or black? Or red, perhaps? Let me think about this. Waverly did always like black. Oh, was that Lydia? Shit, auf jeden Fall.
Why are you here? I'm a Pendleton. I'll have you gripped and put to work in the mines. Who sent you? You cannot be thinking of harming me. I'm Lord Custis Pendleton. Nee, würde ich übrigens auch nicht machen, Cosplay. Das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Das macht halt richtig viel Arbeit, glaube ich. Ah, jedenfalls, wenn man es gut machen möchte. Und auch Farbe im Gesicht oder sonst was, nee, muss nicht sein. Ich will sein Geld haben. Ich hatte ihn doch gerade, Mann! Ich schaff's. Guck mal, ist das Geld? Oh ja. Wahrscheinlich Zigarren, aber... Kann ich verkaufen? Verscheppeln? Kann ich das? So. Jetzt wird sich hier umgeschaut. Endlich. Hast du noch was? Nee. 50 Coins. Yes. Hast du noch was drauf? Nö. Ah, und ich dachte, ihm würde ich begegnen, als ich hier da stand. Okay. Oh, Copper Wire. Kann man verticken. War ich doch glatt. Zack. Was steht da drin? Ja. War ich gerade? Gold Room. Geht's jetzt rein? Geschafft. Ihr beiden genießt die Aussicht weiter. Könnt ihr euch machen. Da ist unten. Ganz unten war ich schon. Smoking Room war ich drin. Gibt's auch... Hier ist noch kurz Harfe. Hat Spaß. So, gibt's hier noch irgendein Painting, was ich mitnehmen kann? Nö. Ich glaube, dann habe ich eigentlich alles. Und wo ist eigentlich noch wer? Smoking Room, Ivory Room, Second Floor.
Möchte ich mich auch noch mal kurz hin und ihn choken? Ich weiß nämlich nicht, wo der Ivory Room ist. Second Floor. Müssen ja einer tiefer sein, weil das hier ist ja anscheinend upstairs. Also, upper geht's, glaube ich, von hier aus, nicht? Nach rechts, gut. Silver Room, waren wir drin? Oder? Yep. Das ist einfach nur eine Balkon. Schöne Balkon. Balkon mit Begonien. Begonien? Sind das Blumen? Weiß auch nicht. Da ist der Ivory Room. Hä? Go on with what you were saying, Morgan. And so then, the vote is 43-41 against us. But the bylaws state that... The Lord Regent's provisional bylaw... Hast du den ersten schon gespielt, Flaske? Einen Moment. Ich bin jetzt leider dazu übergegangen. Ich bin ja ein totaler Tierfreund und es tut mir richtig leid immer. Und irgendwie auch weh. Aber ich töte jetzt kleine Fliegen. Wir kriegen sie einfach nicht in den Griff. So viele Blümchen hier und alles sind irgendwie so diese Trauermücken heißen die, glaube ich. Oder Trauerfliegen, was auch immer. Und es gibt einfach viel zu viel von denen. Sehr lange her. Ah, das haben wir, glaube ich, sogar schon. Das habe ich dich schon mal gefragt. Tut mir leid, wenn ich das immer wieder vergesse. Ja, ich muss auch sagen, so langsam habe ich, glaube ich, mit dem Spiel abgefunden, wie es ist. Und finde es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber es könnte auch besser sein. The conservative position gets an extra 3 votes. But not in the month of Timber. Is that true? How on earth do you know that? Did you think I was born a courtesan, Lord Pendleton? I was a clerk to Lord Estermont before. Whatever happened to old Estermont? The rats did. An old sewer line led under his office in Parliament, and one day it flooded and they all came rushing out. They say the other lords barricaded him in to save themselves. The screams lasted hours. He begged and called them by name, but they let him die. Ist not da hoch? Nee. Darauf? Auch nicht. Ich glaube. Oh no! Can someone help me? Hier passiert einfach nichts. Du bleibst einfach da. Okay? Was? Achso, ich habe sie angestupst anscheinend. Bleib einfach da liegen! Sitzen, genau. Nein, ich will was über ihn wissen. Okay, dann scheint nur, wenn sie leben. Also, conscious sind. Schade. Was? Hä? Vor Stress oder was ist passiert? Tot? Oh. Das heißt, ich muss sie schon choken, damit sie nicht sterben. Ich weiß nicht, was mit der gerade passiert ist. Dann wollen wir das Herzchen da. Lord Morgan Pendleton. Morgan Pendleton. How greedily he clings to what is left of the family fortune. Ich habe leider nicht mitbekommen, was sie über den anderen sagt, aber das kann man ja alles schön in der Dishonored Wiki nachschlagen. Das werde ich auch, nachdem ich das Spiel durch habe, machen. Born joined at the hand to his twin during the month of darkness. A knife severed their physical bond.
but not the bond that runs deep. The women of the Golden Cap have become accustomed to Morgan's unusual requests. The plague swept through here. There are rooms they have yet to clean. Boss? Oh no! Can someone help me? Who is that? Yeah. Ein Moment. Kommen wir gleich zu, wie gerade eben. Oh no! Help me! Who is that? Where are the guards? Someone kill this man! Help me! Why isn't someone helping? Okay, das funktioniert gleich noch. Warum hat das gerade eben eigentlich so einfach funktioniert? Ich glaube, ich kam von hier und habe es so gemacht. Okay. Oh no! Please help me! Who is that? Warum hier Steine mitten im Zimmer liegen? Oh no! Please help me! Who is that? Where are the guards? Someone kill this man! Help me! Why isn't someone helping? Bin ich schon wieder, vor allem hat, wenn es ja gerade funktioniert hat, will ich nicht schon wieder ein Sleep Dart benutzen. Weil die sind teuer und so viel habe ich nicht mehr davon. Und die sind manchmal auch einfach das einzige Mittel, was ich habe für Stealth Attack. Okay, versuchen wir es mal von der Seite hier. Who is that? Where are the guards? Someone kill this man! Help me! Why isn't someone helping? Vielleicht so? Und dann gleich versuchen? That you show yourself. Who's there? Whoever made that noise, show yourself. I will. I demand that you show yourself. I will find you soon enough. Ah, so. Und ich, zu deinem eigenen Schutz, muss ich dich anscheinend choken. Es ist nicht so, dass mir das Spaß macht, aber gerade eben bist du gestorben aus lauten, keine Ahnung warum. Ach, das ist... Ah, und ich dachte, hier wäre noch eine Nachricht drauf. Nee, okay. Dann war das aus, weil das nervt. Heide und Witzka. Gut. Dann war das auch. Oh, nein! Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich mir das Lob selber geben würde, aber was ich eigentlich mich schon häufiger gefragt habe, kann ich diese Dinger hier possessen? So als Dragonfly rumfliegen wäre halt echt cool. Schade. Okay, ich glaube, dann habe ich jetzt alles.
Ja, bisschen Coins, egal. Ein Painting und eine Rune fehlen mir noch. Okay, die werde ich auch noch finden. Hier in diesem Level ist die Rune nicht. Emily is safe. Ich werde noch ein letztes Mal hier einmal durchlatschen. Was ich machen kann, weil ich alles gechoked habe, was chokebar ist. Fast alles. Ah, Moment. Hier, ich habe ja auch noch ein bisschen Yummy Yummy. Bisschen Hunger. Please help me! Ivory Room nochmal rein, weil ich noch nicht ganz fertig war, weil ich dachte, hier draußen ist vielleicht noch was. Das heißt, hier. Aber hier war ich auch schon, wie man an der Waffe sieht. Ja, dann. Ab zu Slackjaw. Miau. Wuhu. Personal only. VIP Exit. Perfekt. Wuhu. Da raus. Jetzt gehen wir noch eben. Ja, Granny, bla bla bla. Ich weiß, du bist creepy. Hier sind alle tot, weil ich da die Wachen lang geschickt habe. Hier irgendwas? Nee. Und jetzt gehen wir noch eben zu dem Galvani oder wie? Attention, Dunwall citizens. This district is now under a mandatory way of. Ja, wo war denn noch der Raum? Ah, von dem. Oh, guck mal, Bonechar. Whirlwind. Brauche ich nicht. Der Arztdealer. Ich glaube, das müsste hier irgendwo sein. Yes. Jetzt, wo wir die Combination haben, gucken wir hier mal ein bisschen. Und? Ah, hier ist sogar noch die letzte Runde. Perfekt. Wait. Oh, noch ein Stockwerk höher. Sechs, sieben, acht oder wie war das? Aha. 8, 7, 9. Fast. Quick gesaved. Ah. 8, 7 und nicht, dass ich jetzt mir die andere Mission, also das verbau. Ich meine, Slackjaw hat nicht gesagt, dass er. Er wollte nur die Kombination haben. Er hat nicht gesagt, dass ich hier nicht rein darf. Okay. Royal Party Invitation? Wieso gibt es eine Boyle Party Invitation? Wer ist Boyle und was ist diese Party? Was habe ich da vergessen? Boyle. Weiß ich auch nicht. Okay.
Egal. Ab zu Slackjaw. Und ich glaube, da bin ich gerade recht doof lang gelaufen. Slackjaw müsste da sein. Mal in die Stats gucken. Noch irgendwas, was ich... Ja, jetzt habe ich alles außer Coin. Und das ist auch echt nicht mehr viel, was mir fehlt. Safe. Und jetzt nur noch Slackjaw die Kombination geben. Woohoo! Hey. He don't do a lot of meetings. You must. I am. Woo! Yeah. Woo! Hey, Hugh. Hä? Ach ja, na stimmt, Slackjaw war irgendwo draußen. Jedes Mal vergesse ich das. Das ist er nicht. Somebody, get over here! Got this bastard up for the hack! Where are you? Oh, here you go. Nur weil ich auf seinen Kopf gesprungen bin. Das war ein Versehen, Junge. Someone wants to get hurt. Ich dachte, es passiert mir schon wieder. Slackjaw! Oh, da bist du ja. Ich muss aufpassen, wie ich mich hier bewege. Someone wants to get hurt. Irgendwo gab es hier doch gerade Essen, ne? Jetzt will ich noch eben abgreifen, damit ich wieder volle Lebensenergie habe. Hier nicht. Naja, hier oben im Regal. Subi. So, und jetzt springe ich hier nicht mehr lang. Und ganz sachte hier hin. Okay. Hey, Slackjaw. Bam. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, the Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. You looking at blow off, Joffer? Kann ich mitleben? Kann ich actually... Pretty gut mit Leben. Sehr gut. Dann einfach nur nach Hause. Was will ich denn? Okay, Ben Time könnte noch ganz witzig sein. Dark Vision auch. Ach, ja, auch fürs Sneaken, komm.
Kauf ich mir. So. Got anything to smoke or eat? Blow off, Chopper. Blow off, Chopper. Samuel and Emily. Attention, citizens of Dunwall. The Lord Regent is ordered. Ist er eigentlich hier oben? Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Hey Leute! Bevor ich das abschließe, lassen wir noch mal kurz speichern. Und eben nachdenken. Statistics gucken. Ah genau, Special Actions. Gibt's noch andere Special Actions? Das will ich noch eben gucken. Dishonored, Mission Special Actions. So, wenn das nicht mal eine gute Suche ist. Side Objectives. Muss auch mal gucken. Sagt er mir gerade was von Dishonored 1 oder 2? House of Pleasure. Ah ne. Slackjaw, Crowley. Wait. Oh. Ach so, doch, ja, das haben wir ja gemacht. Save the Citizen, obwohl das gar nicht angezeigt wurde als solches. Okay. Ja, gab es nur die drei. Nächste Mission gibt es 1, 2, 3, 4, oh, ganz viele solche Sachen. Okay. Okay. Lalalala. Hallo. I met your friend Samuel. He's going to show me how to steer this boat. Cooler Typ, ne? Samuel and I were worried about you, Corvo. Ready when you are. Always ready. She sees more than she's telling. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Poor Emily. Her childhood is lost. She's become a pawn in the games of men. She was bribed with sweet biscuits and ox milk, calmed with stories of magic and seafaring. All to keep her sane in a time of turmoil. This place is rotten. Samuel says the Hound Pits is nicer. An old lady who mentioned her way to the boat. She seemed a little strange, though. Yeah, Granny Rex. She hides her fears. She seeks someone to trust. Bin direkt bei ihr. She clings to her childhood things, but they bring her only brief comfort. She sees more than she's telling. Hey, Sammy. Kann nach Hause gehen. Are you both ready to go? Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. I'm just awesome, man. Let's get Emily back. Yeah, danke. Yeah. Und guck mal, wie wenig. Ich hab echt viel gefunden. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. Yeah.
Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. Bye-bye. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. So, ich werde diesen Kram, weil ich suche mich hier immer zu Tode und diese Zwischendinger sind ja eigentlich gar nicht die Mission. Deswegen werde ich das jetzt am Ende noch machen, obwohl es schon fast 19.30 Uhr ist. Aber ich mache das jetzt, damit ich es nächstes Mal nicht am Anfang mache und der ganze nächste Stream nur aus irgendwie durch die Gegend laufen besteht. Was gucke ich eigentlich auch schon wieder nach? Deswegen freut euch nur noch etwas mehr Zeit mit Feuerglatze. Geil, oder? Hey. I'll get this old boat ready. Scrape off a few barnacles. Don't want you inside. No need to keep this old sailor company. I like you, Sam. What Pendleton's been through tonight. No telling how that tears a man up. The Admiral will want a word with you, I expect. Break it to Pendleton gently, will you? The poor man's had a shock. Ach so, ja, richtig. Samuel Beechworth went to sea to forget a hopeless love. He succeeded. Their fate rests on your effort, on the strength of your hands. Ja, ja, ja. And of your heart. Ach, wir sind jetzt nicht mehr. Hab ich irgendwas gesagt? Admiral ja, okay. Restless on land. Woohoo! Hey! Moment. Hey! Ask me for any gear you need. Ja, das werde ich jetzt machen. So, was hast du denn? Da habe ich mehr, als ich tragen kann. Oder beziehungsweise genauso viel, wie ich tragen kann. Bringt also nichts. Ach, ja, okay. Sleeping Bowls. Ja, ich habe ja das Geld. Wieso also nicht? Ja, das kennen wir. Wir auch. Hat er irgendwas Neues oben zu sagen? Was ist das denn? Pierrot's Door to Nowhere. Has proven to be a safety hazard, but for me, this project is an endless source of inspiration. With the proper application of energies, I believe I can transform the doorframe into a window of sorts, one that will allow a traveler to cover the distance from my workshop to some distant, arbitrary point in a single step. Currently, the step leads to a sheer drop straight down into the courtyard, but in time, it will bridge gaps that will boggle the mind. Such work is many years away, to be sure, but if I survive this plague, I'm sure to succeed. Habe ich doch gesagt, dass es noch was ist. Wo ist denn dein Sprechapparat? Hier ist auch nichts Neues, das sind immer noch die gleichen Bücher. Was hast du doch immer in irgendwas reingesprochen? Oder da. Okay. Dann nicht. Hör ich halt jetzt anderen Leuten zu. Ah. Okay. Ah, schon schön, ne?
Oh! Nein, ist das nicht sogar meine Mission? Weißt du was? Mach ich mal, ja. Was sagt das Herz? Bestimmt immer das gleiche wie immer. Ja. Jealous little Trevor. Always in the shadow. Ah, komm, so sieht's cool aus. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh. And Havelock's looking for you. Ja, der stand war direkt vor ihm gerade eben. Where's Wallace? Wallace! You're promoted wherever you are. Head lackey. I suppose this means I'll have to have children. Or else recognize one of my bastards. This will be a new beginning for the Pendletons. I'll make sure of that. Lord of Pendleton Manor. If Waverly could see me now. Ja, meine Waverly haben sie sich alle echt festgebissen, ne? Okay, habe ich eigentlich ja ausgewählt. Irgendwas to see hier? Yeah. Ah, hier war Piero. Ich gerade nicht. Lass sie also einfach mal liegen. Attention. Supplies of Sokolov's elixir have reached our critical. It is a difficult time for the family. Perhaps we should not speak. Aber nur perhaps. I must fetch the mourning garments. His lordship has never looked well in so. If only there had been another way. Wenn sie nicht tot. I always hoped to see the Pendleton name redeemed. For the first time in years, it seems possible. Child showing plague symptoms must be reported. No exceptions. Okay, ihr seid immer noch da. Zu euch gehe ich gleich. Das Haus hier doch gerade eben noch lang gelaufen. Der Coin hier. Immer schön mit allen sprechen. Ist höflich und man weiß ja nie, was man sonst verpasst. Storymäßig. And I'm a sucker for story. Ja, genau, dich meine ich. Hello, Mr. Corvo. I'll be getting on with my work then. Okay. The Admiral says sound travels for miles over water. I'm afraid even to sneeze. So schlimm ist es, glaube ich, auch nicht. Why doesn't anyone listen to me? I feel like a ghost. I've been practicing my curtsy, but it's not going well. I don't mind. Sie verrät uns. He gives me the dirty work, but that's what I do. I'm accepting of that. Someone has to do it, right? Ja, genau, noch. Ach nee, das ist ja leider nur. Ich dachte, wir wären noch was zu essen hier auf dem Klo, aber nö. Kein Klo Food. Attention. Please report lights or strange noises emanating from evacuation. Was? Nö, nö. Spricht auch nichts mehr ein. Nee, nichts Neues. Wenn es was Neues wäre, dann würde hier auch stehen, Note added to journal oder so. Log entry 3. Pendleton was willing to go further than I thought. He served up his own flesh and blood to the cause, and I can see that he's truly loyal to the Empire. Could I have done the same if my brother was still alive today? Probably. Undoubtedly, many innocents must be sacrificed for the good of Dunwall. Every loyal watchman that falls beneath Corvo's blade is giving his life for the Empire. Aber ich töte ja niemanden. Also, no need so zu sein, wie ihr seid. So traurig, alle. Auch hier, die sprechen nichts mehr ein. Das worried mich ein bisschen.
meinem Room. Hey! Nee? Okay. Hätte ich mir die Sleep Darts gar nicht kaufen müssen. Naja, ey. Drauf geschissen. Ich habe viel zu viel Coin. Die Upgrades sind ja noch unsinniger. Bei, fällt mir gerade ein, irgendwann ja auch Monster kommen. Ich gehe nochmal eben zu Piero und schaue, was er noch für Upgrades hatte. Vielleicht auch gut gegen Monster. Ask me for any gear you need. Yeah, I will. Upgrades. Ja. 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 Nämlich auch. Ja. Ja. So. Wieso eigentlich nicht? Jetzt kann ich auf jeden Fall Monsters killen. Ich weiß ja nicht, wann es soweit ist. Vielleicht war das ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Mich nervt nur, dass ich die Sleep Darts nicht hätte kaufen müssen. Jedenfalls nicht alle. Weil ich ja da draußen noch welche hatte. Draußen auf meinem Zimmer. Meine ich. Irgendwas? Hier spawnt auch gar nicht so viel, wie ich immer hoffe, denke, erwarte und wünsche. Wobei, wünschen tue ich mir auch nicht, weil es so... Theoretisch könnte ich mir auch sparen, immer alles abzusuchen. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Admiral Havelock. Havelock. Hey! 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 So. Ja, nee, Moment, alles richtig. Genau. Sorry. Irgendwas jetzt hier unten? Nein, das sind so Anzeigen. Mehr Reaper? Reapers und Reapers? Auf jeden Fall auch nicht mehr Treasure. Nichts, was irgendwie aufleuchtet. Dann geht's jetzt aber wirklich zum Admiral jetzt. Which is, who is here? I hope his lordship is taking this well. Pendleton, I mean. I do worry about the poor man. I'll be giving your quarters a good scrubbing. I hope you don't mind having a lady in your room. I envy your trip to the Golden Cat. They must have gorgeous gowns. You startled me. You move so silently, you could have been a dancer. A night at the Golden Cat, Corvo. I wonder if it's your first time. It is. Aha. Schon mit euch allen geredet.
Und mehr wollt ihr auch anscheinend nicht mit mir zu tun haben. Was ich auch voll verstehen kann. Ich bin ein creepy Assassin, also. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it. That's what I live for. Gamble's journal. It's amazing how many overseers he'd been blackmailing. It really is the key to the Abbey. Your work at the Golden Cat was something for the poets, Corvo. Both targets eliminated and Emily delivered to us without so much as a bump or a bruise. The city is better off without the men you took care of, those loutish twins. And now, Lord Pendleton can slow the Lord Regent down in Parliament. Gum up the works. Bit by bit, we're winning. Let's just hope the city lasts long enough for us to make things right again. Report unidentified. Bit by bit, we're winning. Let's just hope the city lasts long enough for us to make things right again. Sokolov's unpredictable. And as head of the Academy of Natural Philosophy, he's an odd bird, to be sure. You showed skill in dealing with the Pendletons. I'm impressed. When a fight starts in a brothel, well, I've seen it go poorly. You know Sokolov, don't you? They say genius and madness are so finely balanced in his personality that no one can tell the difference. Sokolov's on the bridge right now, but he's given to late night wanderings. Best to move as soon as possible. He's one of the keys to this puzzle, to putting things right. If we could bring him to our side, think what he and Piero could accomplish together. Aber bei er mochte Campbell ja auch nicht, soweit ich weiß. Aber er und Piero mögen sich auch nicht. Kann ich da ran? Ist das was? Das ist nichts. Gut, ja, ich glaube dann. Not a lot for me to do here. Da können wir auch. Moment, ich möchte mal kurz eben gucken, wie schön ich jetzt rumballern kann. Wuhu! Ja, das war ich. So. Wenigstens einmal den Redneck in mir ausleben. Der Redneck in dir. Dann, nächste Mission. Ja, ab zu Samuel. Und dann Anton Sokolov abducten. Aha. Wahrscheinlich ist es die... Die hier. Bestimmt die Boyle. Noch irgendjemand, der mir was zu sagen hat? Kommt ja manchmal vor, dass die Leute extra noch hier ans Boot stellen. In diesem Fall nicht, okay. Piero, bei... Das wollen wir noch mal versuchen. Oh! Alles zu hier, bei ihm. Ask me for any gear you... Okay, er sagt nichts dazu, dass wir zu Sokolov gehen. Ja, nee, mehr brauche ich wirklich nicht an Coin. Hey, Sammy. I know you don't have much time, but don't forget to upgrade your gear with Piero, if you like. Already done. Is doesn't save? Nee. Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Let's go! Just climb aboard when you're ready. I'm ready. Und hier machen wir
Das nächste Mal weiter. You've been asked to abduct Anton Sokolov, the royal physician and head of the Academy of Natural Philosophy. Your new allies want to obtain from Sokolov the name of the Lord Regent's mistress, a mysterious ally and one of his most powerful noble supporters. Sokolov lives in a large apartment somewhere atop Caldwin's Bridge. What do you think, Corvo? Caldwin's Bridge. You've been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right. We'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Now, about bringing Sokolov back alive, he's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me, but what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. Aye, aye, Samuel. Turn off those floodlights, then grab Mr. Sokolov and whatever else you need. At the arches under Sokolov's apartments, Corvo. That's where I'll be. Wie vorher. Okay. Und hier geht's das nächste Mal weiter. Vielen Dank, Flaske. Und ganz am Anfang, Duffkind. Hi. Oder beziehungsweise bye. Am Montag geht's weiter erstmal mit Hollow Knight. Wieder von 19:30 bis 22 Uhr. Und am Dienstag geht's dann weiter mit Dishonored ab 17 Uhr. Bis 19:30 Uhr. Jetzt ist 19:48 Uhr, aber hey. Auch voll in Ordnung. Nachtigall an Flaske und Adios an alle anderen.